Hey Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch Produkte von zwei berühmten Beauty-Gurus vorstellen und auch direkt gegenüberstellen. Einmal handelt es sich um die Kali Bibel Deluxe Edition Lidschatten- und Highlighter-Palette von BH Cosmetics und einmal um den 3D-Highlighter von der Huda Beauty. Ich fange an mit der Kali Bibel Palette und erzähle euch zunächst einmal ein paar Fakten drüber. Denn es handelt sich hierbei um eine Lidschatten- und Highlighter-Palette mit 21 verschiedenen Farben in Matt sowie auch mit Glitzerpartikeln. Die Farben halten sich eher in verschiedenen Nude-Tönen und diese Palette gibt es für 24,95 € bei DM zu kaufen. Man kann sie auch natürlich online bestellen. Nun zeige ich euch vier Swatches von den Farben, die den Tönen der Huda Beauty Highlighter-Palette ähneln. Farbe Nummer 1 ist ein schimmeriger Goldton. Die zweite Farbe ist ein schimmeriger, bronzefarbiger Ton. Und Nummer 3 ist ein Roségold, der leicht ins Orangige geht. Zum Schluss die Farbe Nummer 4, und zwar die weißgoldene Farbe, die leicht perlenfarbig ist, also in die Richtung Permut geht. So, das war es erstmal mit den vier Farben aus der Kali Bibel Palette. Wie man unschwer erkennen kann, sind die Farben sehr stark pigmentiert. Aber schauen wir erstmal, wie es mit der Huda Beauty Palette ausschaut. So, wie bereits angekündigt, kommen wir nun zu dem Huda Beauty 3D Highlighter. Der hat vier verschiedene Farben und alle dienen zum separaten Highlighten und können auch in Kombination zum Konturieren benutzt werden. Denn es ist extra so konzipiert, dass die erste Farbe Capri für die Vorbereitung sorgt, den sogenannten Prep als Base. Danach sorgt die Farbe Santorini für das Setten durch das leichte Deppen auf der Haut. Mit der Farbe Azores beginnt das Sculpting, wodurch die Wangenknochen hervorgehoben und geformt werden können. Und als letztes kommt die Farbe Ibiza, welche auf die Wangenäpfel aufgetragen wird für einen gesunden Glow. Hier genannt auch Flush oder Flush. Diese Huda Palette kann man sich sowohl online als auch im stationären Handel kaufen. Die kostet ungefähr 42,99 €. Im stationären Handel gibt es die, glaube ich, nur bei Sephora. Vielleicht auch bei Douglas, wenn ich mich nicht irre. Aber bei Sephora gibt es die zu 100%. Nun zeige ich euch auch hier die Swatches. Ich beginne mit der Farbe Azores, dem goldenen Ton. Über zum Capri, dem leicht bronzigen Ton. Dann zu Ibiza, dem Rose Gold. Und zum Schluss den Santorini. Die Farben hierbei sind nicht allzu stark deckend, aber das müssen die auch gar nicht sein, denn es handelt sich hierbei um eine Highlighter-Palette. Farben, die halt eben ganz leicht pigmentiert sein sollten und viel mehr auf schimmernde Partikelchen setzen, als viel mehr auf die Farbintensivität wie bei der Kali Bibel Palette. Kommen wir nun zum direkten Vergleich. Wenn man nun die beiden Farben gegenüberstellt, sieht man kaum Unterschiede weder von der Farbe noch vom Schimmer. Das Einzige, was mir hierbei auffällt, ist, dass die Farben von der Kali Bibel Palette viel farbintensiver sind als die von Huda. Kommen wir nun zu dem direkten Vergleich. Wenn man die Farben nun gegenüberstellt, sieht man kaum Unterschiede weder von der Farbe noch vom Schimmer. Das Einzige, was mir hierbei auffällt, ist, dass die Farben von der Kali Bibel Palette viel farbintensiver sind als die von Huda. Aber das hatte ich ja schon bereits erwähnt. Mir persönlich gefällt die Kali Bibel Palette auch eindeutig mehr, nicht nur wegen der Farbintensivität und dem viel günstigeren Preis, sondern auch, weil die Palette mir eindeutig viel mehr Vielfalt bietet als die Huda Highlighter Palette. Naja, kommen wir aber zurück zu der Vielfalt der Bibel Palette. Es hat sehr viele verschiedene Nude-Nuancen, womit man sich viele verschiedene Looks kreieren kann.
sei es nun schlicht mit matten, hellen, dunklen Tönen oder mit schimmernden Lidschattenfarben. Man hat meiner Meinung nach hierbei viel mehr von der Bible-Palette als wie von einer überteuerten Highlighter-Palette. Auch wenn sie zugegebenermaßen wirklich sehr schön ist, würde ich trotzdem keine 40 Euro dafür ausgeben. Denn Kylie Bible hat mit ihrer Palette für den halben Preis eindeutig bewiesen, dass es nicht immer überteuert sein muss, aber dafür qualitativ auch hochwertig sein kann. Und für ihre 20 Euro ist sogar ein Highlighter, also beziehungsweise 4 Highlighter mit dabei. Also lohnt sich für meiner Meinung nach viel mehr, als wie 40 Euro für eine Highlighter-Palette auszugeben, womit man wirklich nicht viel mitmachen kann. Ich würde gerne erfahren, wie ihr das Ganze seht. Was gefällt euch hierbei mehr? Ist es eher die Kylie Bible Palette oder der 3D Huda Highlighter? Gibt ihr auch so viel Geld aus für Schminke? Also was mich betrifft, bin ich dafür viel zu sparsam, wie ihr jedes Mal aufs Neue mitbekommt in meinen Videos. Aber schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen.